Tierschützer Stefan Klippstein arbeitet seit vielen Jahren mit der Wildtierrettung Berlin-Brandenburg zusammen. Er unterstützt die ehrenamtlichen Tierretter bei ihren Einsätzen. Während der Jungtierzeit gibt es täglich zahlreiche Anrufe bei der Hotline. Der erste Einsatz führt Stefan Klippstein in den Berliner Bezirk Mitte. Dort wurden Taubenküken auf einer Baustelle eingemauert. Natürlich jetzt wieder so ein typischer Einsatz hier, dass Handwerker Tauben eingeschlossen haben, dass sie ja wahrscheinlich sogar vorsätzlich bei Wartungsarbeiten werden Gitter geöffnet, Tauben fliegen rein, beginnen dort drin zu brüten und dann macht man die Gitter wieder zu, wenn die Arbeiten fertig sind und übersieht dann, oder oft passiert es tatsächlich auch vorsätzlich, dass man einfach Taubenküken einschließt. Auf Facebook hat sich ein Anwohner an Stefan Klippstein gewandt. Er habe versucht, die Küken zu befreien, ist aber an den verschlossenen Gittern gescheitert. Ja, dann muss man die Polizei und Feuerwehr verständigen, wenn man die Gitter so nicht öffnen kann oder keinen Hausmeister findet. Und dann die Tiere bergen und natürlich in der Auffangstation bringen, dass die Tiere aufgepäppelt werden. Und da ist natürlich jetzt akute Gefahr für diese Tiere, dass sie verhungern und verdursten. Die Baustelle ist an einem Bürogebäude mit Ladengeschäften. Wie überall in Berlin gibt es hier viele Stadttauben. Beliebt sind sie nicht unbedingt. Stadttauben sind keine einheimischen Wildtiere, sondern entflogene und wieder ausgewilderte Haustauben. Die beiden Anwohner gehören zu den wenigen, die sich um die Tauben kümmern und warten bereits auf Stefan Klippstein. Hallo. Hallo. Sie hatten angerufen wegen den Tauben? Richtig. Genau. Wo sind die denn? Das heißt, also hier brüten mehrere. Ja. Ist verschlossen, diese Eingänge. Da haben die Tauben quasi drin gebrütet, in diesen Kellerschächten. Genau, ne? Richtig. Okay. Und das sind die Alttiere quasi, die hier leben. Das sind jetzt hier teilweise die brüten. Und die Elterntiere müssen natürlich auch irgendwo sein, kommen aber nicht mehr rein. Wie lange das verschlossen ist, weiß ich nicht. Ja, und da sind die Küken quasi drin? Da ist auf jeden Fall mindestens eins drin. Das haben Sie richtig gesehen und gehört auch? Das habe ich gehört und gesehen. Okay, dann gehen wir einfach mal rein und gucken. Aber Sie wissen nicht, wie lange das jetzt schon zu ist, ja? Nicht. Okay. Aber diese Steine, die waren da quasi alle schon so drauf. Das war alles so, wie es jetzt ist. Und haben Sie in den Vorderen auch schon mal geguckt, ob da irgendwas drin? Da sind Eier drin. Aber keine Küken, ja? Nein. Aber da hört man jetzt auch irgendwas. Oder neben. Die sind ja zwei von oben. Also es scheint ja noch alles relativ frisch zu sein, sag ich mal. Gucken. Also Steine einfach runter. Dort ist jetzt eine Pappe drin und dahinter befindet sie sich. Dort hinten. Tierschützer Stefan Klippstein entdeckt tatsächlich lebende Küken. Also das Tier sitzt dort unter einer Pappe versteckt, wie es der Herr beobachtet hat. Und das kommt hier definitiv nicht mehr raus. Das würde jetzt hier qualvoll innerhalb von 2 bis 3 Tagen verhungern und verdursten. Und ist eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Und wenn man da sieht, wie klein dieser Raum ist, kann man mir nicht erzählen, dass man das übersehen hat, aus Versehen gemacht hat. Das ist vorsätzlich wissentlich passiert. Da muss man von der Straftat nach dem Tierschutzgesetz sprechen. Man muss natürlich jetzt schauen, dass man das Gitter aufbekommt, das Tier hier rausbekommt. Und die Verantwortlichen, die das begangen haben, müssen dazu zur Rechenschaft gezogen werden. Die würden eine Strafanzeige von mir bekommen. Wir können hier nicht einfach irgendwelche Gitter aufmachen. Wenn die verschlossen sind, dann muss die Polizei und Feuerwehr hinzugerufen werden. Aber die sind tatsächlich hier verschraubt. Man wollte also wirklich sicher gehen, dass diese Vögel hier elendig drin verrecken. Und das ist eine Straftat. Problem ist jetzt, kommen hier definitiv nicht rein. Das heißt, dass die Polizei anrufen, dass die Polizei kommt. Und die Polizei muss dann schauen, ob wir die Firma hierher bekommen, einen Handwerker, der das öffnet, oder die Feuerwehr. Und dann muss das Gitter geöffnet werden und der Vogel da rausgeholt werden. Stefan Klippstein alarmiert die Polizei. Stefan Klippstein, guten Tag. Ich bräuchte hier die Polizei. Ich bin Tierschützer und habe hier eine Meldung bekommen, dass Handwerker ein Taubenküken im Keller eingeschlossen haben, in so einem Kellervorbau unter einem Gitter. Super, ich danke Ihnen. Tschüss. Aber haben die alle durchgeleuchtet, da sind keine Küken mehr drin? Küken sind nicht drin, aber halt. Da sind Sie ganz sicher, ja? Ja, eine Taube war hier noch, eins ist offen gewesen, da war eine Taube drin. Ja. Hier ist offen, also hier war zum Beispiel eine Taube drin. Allerdings, glaube ich,
Aber da ist auch noch ein Vogel drin, ne? Ja, da sieht man ja schon einen toten Vogel. Genau. Da sind zwei tote Vögel, wenn man genau sieht. Hier in der Ecke liegt auch noch ein toter Vogel. Ja, also der Vogel ist natürlich definitiv elendig verreckt. Und der ist auch schon eine Weile tot, ja. Der Anrufer wohnt in der Nachbarschaft und hat den Fortschritt der Bauarbeiten täglich gesehen. Also es wäre ganz wichtig, dass Sie bei der Polizei als Zeuge zur Verfügung stehen, ja, dass Sie das Tier gesehen haben und Sie die ganze Zeit hier vor Ort waren und das Tier eben nicht mehr rausgegangen ist. Die Altvögel versuchen verzweifelt anzufliegen, kommen aber nicht mehr zu dem Jungtier. Die Anwohner hatten versucht, den Tauben zu helfen. Die hinzugerufene Feuerwehr wollte das Gitter aber nicht gewaltsam öffnen. Für den Tierschützer ist die Sache klar. Das ist halt, was ich als Tierschützer nicht akzeptieren kann, die Rechtslage auch so nicht hinnimmt. Ein Gitter, ein lebloses Gitter, was Handwerker vorsätzlich anschrauben, was 100 Euro kostet, kann man natürlich selbstverständlich, ja, muss man zerstören, um ein Tier zu retten. Ein Lebewesen aus Herz und Fleisch und Blut ist immer mehr wert wie so ein Gitter. Und wir sehen es jetzt ja, wie die Eltern verzweifelt das Gitter anfliegen und diese Tiere füttern möchten. Auf der Baustelle erscheinen zwei Leute mit Schlüsseln fürs Haus. Aber scheint ja niemand von der Baufirma oder aber so. Vielleicht käme der unten rein in den Keller. Ach so, das können wir mal. Stefan Klebstein spricht die beiden an. Jetzt ist die Frage, ob sie diese Dinger aufkriegen oder ob wir durch den Keller rangehen können. Können wir das kurz aufmachen? Gut, super. Die beiden helfen gern, möchten aber unerkannt bleiben. Sehen Sie das? Ja. Ich würde einfach mal kurz reinspringen. Ja? Soll ich das abnehmen? So, unter der Dachpappe quasi. Vögelchen, geht mal schön weg, sonst mache ich euch platt. Ist ja gut. Ist ja gut. So. Mal gucken. Also sie sind ja wirklich halb verhungert, ja? Sie sind da schon eine Weile drin, sie sind Haut und Knochen. Und die werden in den nächsten ein bis zwei Tagen verstorben. Gib ihnen die mal, gut festhalten. Ja. Zweier. Die hätten keine Chance. Die Polizei ist jetzt in der Anfahrt, die Tiere konnten wir schon mal sichern. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass die Polizei das hier vor Ort aufnimmt, die Zeugen, die Tiere, wo das war. Weil wir natürlich gegen den Handwerker, der das gemacht hat, eine Strafanzeige machen. Und das eine ist, die Tiere zu retten, aber wir möchten natürlich damit auch ein Zeichen setzen, dass sowas aufhört, sich das rumspricht. Man darf auch so mit Tieren nicht umgehen, insbesondere mit Tauben so nicht umgehen und sie einfach einsperren. Das hat Konsequenzen. Da passen Bürger auf, sie rufen die Polizei an und machen auch eine Strafanzeige. Das ist ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle. Deswegen warten wir jetzt erstmal auf die Polizei. Aber wir konnten zumindest mal die Küken retten. Vielen lieben Dank. Ja, nicht dafür. Wir können uns ja mal gerade sie angucken. Sie sind jetzt gerade mal so 2-3 Wochen alt, ne? Ja. Und Sie sehen ja schon, sie sind nur noch Haut und Knochen. Ja? Die sitzen da nicht erst seit 2 Stunden eingeschlossen drin. Diese Tiere sind bis auf die Knochen abgemagert. Das Brustbein sticht hervor. Die sind völlig abgemagert. Der Kropf ist leer. Und diese Tiere sind sehr, sehr ausdauernd, junge Tauben. Die können über Tage ohne Futter und Wasser erstmal auskommen tatsächlich. Es gibt kaum einen Vogel, der das so lange überlebt hätte. Aber die Tiere werden in den nächsten 1 bis 2 Tagen tatsächlich verhungert und verdurstet. Ja? Mittlerweile ist auch die Polizei vor Ort. Die Polizei hat den Sachverhalt jetzt aufgenommen, fertigt eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, weil wir bisher eben nicht wissen, wer diese Tiere eingeschlossen hat. Das wird die Polizei jetzt dann ermitteln im Zuge dieser Ermittlungsverfahren. Hinzu kommt noch, dass ich eine Meldung ans Veterinäramt machen werde, die mit der Baufirma hier eine Begehung vor Ort dann machen wird und sicherstellen wird, dass sich so etwas grundsätzlich nicht mehr wiederholt. Die Taubenküken kommen jetzt erst einmal in Pflege und erholen sich dort hoffentlich schnell.